न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। मौला 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 मौला। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। Das Thema Humor aus deutschen Quellen islamisch zu analysieren, ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Es gibt tatsächlich zu wenig deutsche Literatur zu diesem Thema und oft wird von Muslimen in radikaler Weise in Schwarz oder Weiß geurteilt, ohne fundiertem Wissen. Oft finden wir Aussprüche persönlicher Verletzlichkeit in den Kommentaren. Oft wird auf komödiantische Beiträge im Internet oder im Fernsehen beleidigend und verfluchend reagiert. Wenn sich westliche Medien über unseren geliebten Propheten und unsere Religion lustig machen, geht ein Aufschrei durch die Umma, der bis zu Gewaltausbrüchen führen kann. Doch wie steht der Islam eigentlich zum Humor? Ist der Islam eine ernste und verbitterte Religion? Wie ging unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Humor um? Als erstes möchte ich einen Hadith erwähnen, den wir alle sicherlich schon einmal gehört haben. Lachen ist Sunna. Jedes Lachen oder Lächeln, das wir in die Welt senden, beeinflusst unsere Umwelt. Daher wird Humor in der Scharia als soziale Interaktion verstanden. In den Rechtsschulen finden wir verschiedene Meinungen und Auslegungen dazu. Es gibt diverse Bücher zu diesem Thema. Durch das Buch, was Timiri verfasste, was ein eigenes, detailliertes Kapitel zum Humor unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam verfügt, haben wir die Möglichkeit, vieles zu verstehen. So erfahren wir durch diese Überlieferung eine Vielzahl von lustigen Geschichten unseres Propheten. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages: "Schreibt meine Überlieferungen auf." Abu Huraira, radiyallahu anhu, sagte darauf: "Aber manchmal machst du Witze mit uns. Sollen wir dies wirklich aufzeichnen?" Unser Prophet entgegnete: "Alles, was ich sage, umfasst Wahrheit." Dies weist uns auf einen wichtigen Charakterzug unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam hin. Auch zeigt es uns, dass es den Sahaba ebenfalls nicht leicht fiel, Humor als ein Element der islamischen Religion zu akzeptieren. Auch heute begegnen wir Menschen, die am Humor anderer rummurren und missmutig auf sie herabblicken. Und wenn wir noch genauer reflektieren, werden wir feststellen, dass wir Menschen mit überhöhter Ernsthaftigkeit und Humorlosigkeit meiden. Es gibt zahlreiche Ahadith, die uns von dem Lachen unseres Propheten berichten. So lachte er so herzhaft, dass man seine Weisheitszähne sehen konnte. Wie gerne würde ich diesen Klang hören. Doch in welcher Weise scherzte unser Prophet? Wichtig zu wissen ist es, dass unser Prophet oft mit Doppelbotschaften scherzte. Denn gelogen hat er nie. Aber er erreichte immer die Herzen der Menschen in liebevoller und humorvoller Weise. Um diese Doppelbotschaften zu erläutern, zeige ich euch nun zwei Beispiele. Das erste Beispiel befasst sich mit der Doppeldeutigkeit von dem gesprochenen Wort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte einen Ausflug machen und ein Mann bot an, ihn zu begleiten. Aber er besaß kein Kamel. So sagte er: "Ich begleite dich, aber ich brauche ein Kamel zum Reiten." Der Prophet erwiderte: "Ich kann dir nur ein Waladunaka geben." Waladunaka bedeutet so viel wie Babykamel. Da sagte der Mann: "Was soll ich mit einem Waladunaka anfangen?" Der Prophet antwortete: "Ist nicht jedes Kamel ein Waladunaka?" Hier ist deutlich, dass der Begriff Waladunaka eine Doppeldeutigkeit besitzt. So ist Waladunaka nicht als Babykamel an sich zu verstehen, sondern als der Sprössling eines Kamels. Denn jedes Kamel wird geboren. So schenkte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Mann mit einer humorvollen Irritation ein Lachen.
Die zweite Überlieferung handelt von einer alten Frau, die zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und ihn um ein Dua bat, damit sie ins Paradies käme. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wusstest du nicht, dass alte Frauen nicht ins Paradies kommen? Die Frau war von dieser Aussage schockiert und entbrüstete sich laut. Da beschwichtigte sie der Prophet und sagte: Hast du nicht den Koran gelesen? Allah wird dich wieder jung machen und als die Schönste ins Paradies eintreten lassen. Wie wir feststellen können, wendet der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier eine liebevolle Form von Sarkasmus an, die jedoch im Herzen der Frau eine Schmeichelei hinterlässt. Beide Beispiele zeigen die Quintessenz seiner Doppelbotschaften. Erstens den Scherz an sich und zweitens die inhaltliche Wahrheit. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam nutzte seinen Humor stets für das Aufheitern der Menschen und dafür, ihnen eine angenehme Erleichterung zu verschaffen. Dies zeigt einen wichtigen Punkt unserer Religion in Bezug auf Humor. Wir sollen Humor ebenso einsetzen, um Menschen auf diese sensible Art und Weise glücklich zu machen. Denn Humor ist ein wichtiges Instrument für die Pflege zwischenmenschlicher Interaktion. So ist das Lachen an sich ein wichtiges Element, um Anspannung abzubauen. So wird uns berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Frau Sauda radia allahu anha zu seiner jüngsten Frau Aisha radia allahu anha zu Besuch kam. Aisha hatte ein gutes Essen gekocht. Es war eine Speise aus Brot und Fleisch. Fleisch war eine sehr teure Speise. Jedoch wollte Sauda nicht essen, woraufhin Aisha streng betonte, dass sie essen wird. Sauda sagte: Wallahi, ich werde nicht essen. Aisha wurde sehr sauer, denn sie dachte, dass Sauda sie nicht mag oder ihr nicht zutraute, gutes Essen zu kochen. So sagte Aisha: Wallahi, du wirst essen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß im Schneidersitz zwischen seinen Frauen, als Aisha sagte: Du wirst essen, sonst stecke ich es dir in den Mund. Sie nahm etwas Essen in die Finger und drückte es Sauda auf den Mund. Der Prophet, der im Schneidersitz die Situation beobachtete, stellte ein Bein auf, um Sauda den Weg freizugeben und sagte: Jetzt bist du dran, und lachte herzlich. Was für ein Schauspiel! Wir sehen an dieser Überlieferung, dass er, sallallahu alaihi wasallam, diese Situation als komisch genossen hat und sie zuließ, da Humor ein Teil des menschlichen Lebens ist. So sollte man sich auch bewusst machen, dass der Mensch das einzige Wesen auf der Welt ist, das lachen kann. Oft denken wir, dass der Affe sein Gesicht zum Lachen verzieht. Jedoch ist dies ein Ausdruck von Angst. In der Scharia können wir die wesentlichen Regeln für den Umgang mit Humor und Scherzen finden. So ist es uns nicht erlaubt zu lügen, auch nicht aus Spaß. Unsere Scherze dürfen nichts Verbotenes, also etwas zu Haram Erklärtes, beinhalten. Zudem sollen unsere Witze ein angenehmes Gefühl bei den Menschen auslösen und die Nähe zueinander fördern. Scherze, die einander bloßstellen oder Angstgefühle auslösen, verschaffen Distanz oder gar Ekel zwischen den Menschen und sind unbedingt zu vermeiden. Der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort sind ebenso entscheidend für einen angenehmen Scherz. Auch die Übertreibung ist zu vermeiden, die mit ständigem, exzessivem Lachen einhergeht. Humor ist wie Salz im Essen. Zu viel macht es ungenießbar. Zu viel mindert den Respekt untereinander. Scherze über Allah oder Propheten sind Haram. Sie führen zum Kurf. Jedoch möchte ich hier noch einmal darauf eingehen, dass Allah noch ein Prophet davon Schaden erleidet, wenn man über ihn scherzt. Der Scherzende schadet nur sich selbst. Wenn wir uns also an die diversen Karikaturen erinnern, die erstellt werden, um uns zu provozieren, sollten wir nicht unreflektiert handeln und der antimuslimischen Propaganda in die Hände spielen. Allah wird über sie richten, sei dir dessen gewiss. Das Scherzen über die Mutter in einer beleidigenden Weise, die jeglichen Respekt vermissen lässt, ist verboten.
Schließlich trägt sie die Barmherzigkeit in sich, die Allahs Barmherzigkeit am nächsten kommt. Doch letztlich sagte unser Prophet, lass sie machen. Unsere Religion erlaubt auch belustigende Unterhaltung, aber es darf nicht verletzen. Das Thema Humor zeigt uns wieder einmal, wie wichtig es ist, die Religion zu kennen, um unser Verhalten korrekt zu halten. Wenn wir den Humor unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam verstehen, kommt er unserem Herzen näher und wir können ihn noch mehr lieben. Der Islam erlaubt humorvolle Unterhaltung, auch via Internet oder Fernsehen, wenn sie halal ist. Denn dann kann dies auch eine Dawa sein, die die Menschen erreicht. Es ist wichtig, dass die Menschen sehen, dass der Islam nicht nur aus Doktrinen und Haram besteht. So sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, erfrischt die Herzen von Zeit zu Zeit. Müde Herzen werden blind. Wer nicht fröhlich sein kann, taugt nichts.